Also, da die Gesellschaft ja eigentlich immer älter wird oder wir auch im Moment einen hohen Altersdurchschnitt haben, glaube ich, ist es gut und wichtig zu hören, was sieht denn die Jugend in Bargteheide, was es zu verbessern gilt, zu verändern gilt oder ist alles schon gut so, wie es ist. Heute bin ich daher an einer Schule in Bargteheide und freue mich, dass ich sowohl eine 17-jährige Gesprächspartnerin und einen 20-jährigen Gesprächspartner gewinnen konnte, um einmal kurz zu hören, wie ist der Blick der jungen Leute auf diese Stadt, und würde dann einfach mal anfangen. Was ist aus deiner Sicht wichtig für Bargteheide? Was gefällt dir hier? Wo siehst du noch Potenzial? Und was fehlt dir vielleicht auch? Ja, also was mir an Bargteheide sehr gut gefällt, ist, dass es sehr grün ist und dass man viele zentrale Punkte hat, wo man sich mit Freude treffen kann. Was mir noch so ein bisschen in Bargteheide fehlt, ist, dass vielleicht die Schulen noch mehr finanziell unterstützt wird, dass man die Schulen sanieren kann und auch, dass man besser von A nach B kommt. Also vielleicht, dass Busse günstiger werden, da es als Schüler immer sehr teuer ist, rumzufahren und Freunde zu besuchen, dass man einfach eine Idee findet, günstiger von A nach B zu kommen. Okay, ja, super, danke. Dann schwenke ich meinen Blick mal hier rüber. Ist dir noch was wichtig? Was findest du gut? Was gefällt dir? Wo siehst du noch Themen, die sich weiterentwickeln können? Also erstmal kann ich mich dem nur anschließen. In Bargteheide gibt es sehr viele grüne Orte, auch sehr viele Punkte, wo man sich auch mit Freunden treffen kann. Gerade jetzt auch der erneuerte Sportpark zum Beispiel. Was man noch erweitern könnte, wäre beispielsweise ein besserer Ausbau von Verkehrspunkten. Also bessere Anschlussmöglichkeiten an größere Städte wie beispielsweise Arnsburg oder auch für ältere Personen, die nicht mehr so mobil sind, Möglichkeiten zu schaffen, die Einkäufe auch einfacher zu erledigen, dass den Leuten, denen das nicht mehr so leicht fällt und auch keinen Führerschein mehr haben, beispielsweise jetzt einfache Einkäufe ermöglicht werden. Und auch eventuell noch den Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten, zum Beispiel für Erziehungsberechtigte, die um 8 Uhr in Hamburg anfangen sollen, dass auch die Möglichkeit hier vor Ort gegeben ist, vorher die Kinder in Betreuung zu geben. Okay, ja. Dann sage ich danke. Das sind ja schon mal wertvolle Hinweise. Mobilität, Infrastruktur und Kinderbetreuung, das sind die Themen, die die Bargteheider Jugend bewegen, neben einigen anderen. Ich möchte ansprechbar für euch sein. Von daher, gebt mir eure Stimme und geht wählen am 26. Juni. Danke.